Willkommen und wir spielen gegen Lamar Jackson, Digga. Was soll denn das jetzt, Alter? Aber ich wollte erstmal in die Free Agents reingucken. Erstmal hier reingucken in die Free Agents, ob wir hier irgendwas haben. Oh, stimmt. Stimmt, ja. Haben wir denn irgendeinen guten Quarterback hier? Robert Griffin, der Dreh. Haha. Oh, Junge. Okay. Ne, eigentlich nicht so gute hier. Was haben wir mit Running Back? Vielleicht haben wir ja noch Ingram. Bernard Purchase. Na, ne, eigentlich auch nicht. Warte. Ne, eigentlich auch nicht so gute. Wir brauchen eigentlich gar nicht. Ne, gibt sogar gar keinen. Aber Digga, ich würde sagen, wir holen uns. Fitzgerald hatte ich ja gar nicht mehr auf dem. Hatte ich ja gar nicht mehr im Hinterkopf, dass der ja nicht mehr spielt. Hab ich gar nicht gemerkt. Ist auch krass. Ja. Dann haben wir Larry Fitzgerald jetzt auch noch geholt. So, nochmal guten Wide Receiver. So, Leute, wir müssen den Spieler cutten, sehe ich gerade. Ist egal. So, Leute, die Rams haben gegen die Buccaneers gestern gewonnen. Im. Warte, wie heißt denn das? Division oder sowas. Division. Ja, hier. Hier haben sie gegen die Buccaneers gewonnen. Das ist krass. Jetzt stehen sie in der NFC Championship gegen die 49ers. Hier stehen die Chiefs gegen die Cincinnati Bengals. Es ist geisteskrank, dass die Bengals so weit gekommen sind. Und wenn die gewinnen und die stehen im Super Bowl, dann ist das. Dann ist egal, ob sie verlieren oder sie gewinnen. Sie sind die Mannschaft, die beste Mannschaft der Saison, meiner Meinung nach, wenn sie in den Super Bowl kommen. Weil die haben Ja'Marr Chase. Also ich sag mal so, das ist ein Team. Das hat nicht unbedingt. Die haben, gut, die haben Rookie of the Year, aber die haben Spieler, die sind geisteskrank. Spielen ja auch und so. Und das ist krass, das ist echt krass. Fitzgerald, Woods, Cooper, Kupp, Jackson. Ja, der wenigstens noch die 11 oder welche nur? Ah, Nummer 13. Da ändern wir die jetzt nochmal um. Vielleicht haben wir ja hier einen Spieler, der eine andere. Also, vielleicht der. Ach, egal, vergiss es. Nummer 14, Nummer 16, Nummer 17, Nummer 18, Nummer 20. Und also eine kleine Nummer. Ach, Digga. Ich gebe den jetzt einfach mal Nummer 13. Hatten wir ja gerade eben schon drin, aber scheiß drauf, passt eigentlich so. Ja, also wie gesagt, wir spielen gegen Baltimore Ravens. Ich hab richtig Bock drauf mit Matthew Stafford. Cam Akers, 91er, Alter. Heidewitzka. Cooper Kupp, 92er. Woods, 91er. Also eigentlich könnte ich auch echt beim Team bleiben noch für eine Saison. So ist das nicht. So, aber. Ah ja, geisteskrankes Team auf jeden Fall. Player ready to navigation ist eigentlich ein bisschen egal, weil wir nach der Saison also sowieso das Team wechseln. So. Ah! Cornerback! Start Navigation. Ja gut, wann geht denn der Navigation? Week 4? Achso, ja, das heißt 98 Catching, Alter. Junge. DeSean Jackson. Ach du Scheiße, Digga, sind das viele. Oder nee, wir verlängern die nicht und holen die ins neue Team mit der neuen Franchise. Jerison Williams, auch einer der besten. Aber ich würde es jetzt trotzdem erstmal für ein Jahr noch verpflichten. Okay, perfekt. Das. Resign. Ah, okay. Egal. Egal. Ja, dann würde ich noch einen Player cutten schnell. Das dauert. Sorry, dass das jetzt so lange dauert, aber ich hatte nicht auf dem Schirm. Ja, komm, Digga. Einfach mal den Left End so brauchen wir halt schon. Würde ich jetzt einfach mal den Quarterback da wegcutten, damit wir den Nummer 7 frei haben. Weg damit. Habe ich noch eine gute Idee, was wir machen können. Dann sieht das alles nämlich ein bisschen geiler aus. Auf dem Feld gleich. Ja, hier. Leute, ich habe ja irgendwie
überlegt, zu den Dolphins einfach nächste Saison zu gehen. Weil ich mir so denke, das ist halt nicht so gerade das beste Team. Und diesen. Den würde ich halt auch gerne mal einen Super Bowl gewinnen. Digga, Nummer 7, das sieht ja richtig sexy aus. Leute, schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr einen Super Bowl Vlog wollt für den Super Bowl. Weil dann mache ich das natürlich. Mache ich das alles mit dem Super Bowl, dies, das. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt das Game gegen die 9 und 6. Ich wollte gerade Lamar Jackson sagen, aber macht ja gar keinen Sinn. 9 und 6 Baltimore Ravens, Digga. Ja, komm, wir spielen im Aus. Oder nee, warte mal. Wir spielen in einem sehr sexy Trikot, so. Genau, wir spielen hiermit. Ist halt gelb oder ist es halt blau? Ey, das sieht wild aus, ne? Ja, Digga, lassen wir das doch so. Ach, ne, nee, die Baltimore Ravens müssen ja eigentlich in. Warte, den lasse ich in dem Trikot spielen. Hier, warte, ne. Dieses Schw. Digga, wo ist denn das? Ah, hier. Dieses schwarze Trikot habe ich sogar von Lamar Jackson. Also, ich habe ein Trikot von Lamar Jackson, dieses schwarze. Ich wollte echt das weiße haben, aber das schwarze war im Angebot, deswegen. Weil Trikots sind sehr teuer, so. Ich bin auch am Überlegen, von wem ich ein Trikot holen soll, von den Rams, wenn die den Super Bowl gewinnen. Ich wollte mir vielleicht eins von Jalen Waddle von den Dolphins holen oder eins von Cooper Kupp. Ich habe den Sound übrigens im Hintergrund ausgestellt, weil ich gemerkt habe, das ist ein bisschen Copyright. Teilweise, aber nicht immer. Und das fuckt mich aber auch irgendwie ab. Das heißt nur, ich muss halt ein bisschen mehr kommentieren zu dem Spiel und ein bisschen mehr reden. Wir spielen natürlich Offense Only. Also, wir spielen sogar in Baltimore. Aber da habe ich jetzt nochmal Bock, die Abs. Komm, direkt einen langen Pass auf Cup. Das wäre natürlich sexy. So. Stafford ist auch krass, Digga. Der kommt von den Detroit Lions. Und hat dann direkt mal so einen guten Lauf, Alter. Ah, schade. Ich hatte gerade schon Hoffnung auf einen Touchdown. Ja. Was ich auch schon schade finde, das mit DeSean Jackson, dass der ja nicht mehr da ist, wenn der Rams spielt. Das habe ich nämlich erst letztens gecheckt. Gar nicht so lange her. So, das ist ein guter Spielzug jetzt eigentlich. Und Lauf, Lauf, stark. Ich muss ja safe ein paar Yards haben. Sonst bringt mir das Spiel zu eigentlich gar nichts. So, jetzt habe ich nicht hingeguckt, was das für ein Dingens ist. Cooper Kupp läuft in diesem Spiel zu die Titan-Route. Auch krass. Hä, hey, Digga. Ach, Digga, muss er nicht verstehen. Eigentlich ist das hier so die Titan-Route bei dem Spielzug. Also im Ultimate Team jedenfalls. Leute, Digga. Und wenn ihr mal eine Ultimate Team-Folge sehen wollt, dann sagt doch, schreibt's doch einfach in die Kommentare. Und wir machen eine Ultimate-Team-Folge. So läuft das nämlich hier ab. Ich hab Bock drauf. So, ich will jetzt Save. Ah, Digga, ich hab außer. Ah, Digga, jetzt ist das ein Ta. Ah, ne, er droppt den Ball. Wow. Jetzt war das über der Line of Scrimmage. Ja, das kann man nicht hören. Vielleicht im nächsten Spiel mache ich das wieder anders. Gegen die 49ers. Ah, 4. und 7. Nehmen wir ein Field Goal. Ich will Save Points haben hier. So, der ist richtig schön und der geht auch rein, Digga. Let's go. So. Also. Mann, jetzt soll ich noch einen Touchdown, Digga. Ich hab keinen Bock, gegen Baldi mehr zu verlieren, Alter. Was soll das denn jetzt? Ich würde jetzt eigentlich einen schnellen Touchdown gerne machen. Damit wir hier auch. So, jetzt scramblen. Ja, Digga. Endlich mal keine Pass-Interference des Todes. Aber fett geil gefangen. Cup, Alter. Richtig schön. Richtig jott gefangen, muss ich sagen. Hat auch gestern echt ein geiles Spiel gehabt gegen Tampa. Finde ich ein bisschen schade, dass Tampa jetzt raus ist schon, weil die haben halt Tom Brady. Ist natürlich ein bisschen schade. Aber was soll's, jetzt gewinnen halt die LA Rams im Super Bowl. War ich sowieso von Anfang an für die Rams. Und die haben halt, das Problem ist halt bei den Rams, die müssen eigentlich den Super Bowl gewinnen. Weil die haben so viele, die haben Aaron Donald, die haben Cam Akers, die haben Matthew Stafford, die haben Cooper Kupp, die haben Woods, die haben, ja, die haben gute Spieler und die kosten natürlich auch irgendwie in der Hinsicht irgendwie wieder Geld. Und das Geld haben die auf die Dauer nicht mehr. Auch natürlich Stadioneinnahmen, Trikoteinnahmen, aber das ist, im Endeffekt ist das vom Gehalt relativ wenig Trikoteinnahmen und alles. Aber geiler Touchdown vom Cooper Cup. Ja, es ist schon, oh, sehr schön, die haben kein Vehicle, nichts getroffen hier. Seattle macht die Punkte gegen Detroit, ist auch stabil. Ja. Die frei, lauf die frei. Ja, stark. Ah, viel zu früh. Ah, egal, Alter. Cam Akers, Touchdown.
Fünfter Receiving Touchdown in the Season. Auch geil, ne? Ja, so. Jetzt führen die Baltimore Ravens wieder. Leute, das ist nur, weil ich hier jetzt hoffentlich, dass meine O-Line jetzt standhält. Nein. Also, da war ein Spieler, ist da noch rein. Ach, Digga. Akers, fang doch. Von dem ist auch die Überlegung bei dem Trikot bei Akers. Weil der ist auch echt gut, finde ich. Ich wollte mir eins von hier, von dem lieben Deshaun Jackson holen. Nur der spielt ja nicht mehr bei dem Scheiß-Team. Also nicht beim Scheiß-Team, aber spielt ja nicht mehr da. Digga, warum ist jeder, der Jackson heißt, so unglaublich schnell? Das ist auch krass. Lamar Jackson, Deshaun Jackson. Digga, wer kommt denn als nächstes? Dieser Middle-Linebacker namens Jackson. Dieser O-Liner namens Jackson, Alter. Ich glaube, das ist ein Left Guard oder Left Tackle oder sowas. So, ach scheiße, da war ein Jet Sweep, das wäre auch wild gewesen. Und jetzt. Scramble. Ah, Digga. Einfach mal wegblocken den Typen. Ich freue mich ja schon mit Aaron Donald zu spielen in den Playoffs. Weil die in den Playoffs wird Full Game gezockt. Außer vielleicht, wenn wir in die Wildcard kommen, dann vielleicht nicht. Aber ab der Division Round wird Full Game gespielt. So, jetzt haben wir hier einen Unentschieden rausgeholt. Und es steht. Ja, 24, 24 und ich krieg nochmal den Ball. Deshaun Jackson returnt den Ball. Das ist doch gut. So. Ich wollte mir ja vielleicht Jalen Waddle traden, weil der hat er ja auch gut. So was Return betrifft, ist er ja auch gut. Nur das Problem ist nur, Digga. Ich bin in Woche 17 jetzt. Man kann nicht mehr traden. Das habe ich heute letztens gemerkt, so. Das ist ein mieser Spielzug, weil du kannst richtig gut scrammen hier. Und gut, nicht immer steht der wide open oder frei, aber war ich relativ. Ja. Relativ gut. So. Naja, Memphis, der verteilt nicht rum. So. Ah, Digga. Egal. Wenigstens kann der Typ werfen. Ja! Sehr, sehr schön. Richtig geil. 1250 Receiving Yards in this season. Ah, sexy, ne? Und jetzt Cam. Warte, jetzt Cam. Akers mit dem Touchdown. Let's go. Richtig geiler Touchdown hier auf jeden Fall an der Stelle. So. Ja, genau. Da wäre jetzt zum Beispiel nochmal sowas anderes, was man ansprechen würde, dass einfach die Bills gegen die Chiefs verloren haben. Die Bills mit der momentan besten Defense der ganzen Liga. Face Mask. Aber gut, dass ich die hinten habe. Face Mask, ja. Ja, an der 18-Yard-Line von denen habe ich jetzt den Ball. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt erstmal mit dem Run hier. Schön klassisch hier an der Seitenlinie vorbei. Ach, Queen, Digga. Ich wollte den Hörden, aber da war noch einer von der Seite, deswegen ging das nicht. Aber zweiter, also drei Touchdowns jetzt schon mit Cam Akers. Drei Touchdowns, Digga. Yo, hatten die einen langen Drive. Jetzt schon vierte Squad da. Egal, der ist auch geil, der Spielzug. Hackbee muss ich jetzt auf die andere Seite machen. Und dann habe ich, falls ich laufen muss, auf rechts eine gute Positioning zu laufen. Außer wenn Cup jetzt seine Route gut rein. Ja, perfekt, Digga. Wide open. Cooper Cup. So, lass mal die Zeit anhalten hier. Bei 2 Minuten und 50, weil ich würde noch ganz gerne vor der 2-Minute-Warning Save and Touchdown mitnehmen. Weil da können wir eigentlich gar nicht mehr verlieren. Und ja, Digga, die 49ers, gegen die wir als nächstes spielen, verlieren. Gegen die Texans. Auch wild, ne? Das ist ein Run, habe ich gar nicht gemerkt. Ist egal. So. 49ers verlieren wahrscheinlich oder könnte sein, dass sie gegen die Texans verlieren. Und das ist sehr gut, weil wir spielen gegen die letzte Woche, in der Woche 18, bevor wir in die Playoffs gucken. Und es wäre echt viel geiler, wenn wir gegen die Buccaneers spielen würden, weil da könnte ich mich noch auf einzauen. Oh, Digga. Oh. Ein geiler Hurdle. Ein geiler Hurdle hier an der Stelle. Richtig, richtig schön gemacht vom Cam Akers. Geil, ne? Der heißt auch nicht Akers, sondern Akers. Habe ich die ganze Zeit falsch gesprochen. Ist aber auch egal. So. Das ist mies, weil das sieht halt aus wie so ein Stretch. Aber ich gehe nicht. Mitte mit Cam Akers zum vierten Touchdown in diesem Spiel, Digga. Bitte macht nochmal so einen langen Drive. Ja. Eigentlich nicht so sehr, aber ist auch egal. Jetzt haben wir einen guten Pass auf.
Warte. Ich wechsle gleich nochmal Larry Fitzgerald rein, weil ich will mal gucken, ob der auch gut ist. Weil der hat halt Catching 98. Wenn du auf den Ball wirfst, der fängt jeden. Also eigentlich kann der halt nichts hauen. Boah, eigentlich ist der Spielzug mies, weil das sieht halt aus wie ein Run. Und die Spieler gehen halt auch wiederum nur nach außen. Ah ja. Ah, die zwei hinteren Spieler gingen nach außen. Ja, okay, warte mal. Tun wir jetzt Coaching, Depth Chart, Receiver. Receiver, Cooper Cup, Larry Fitzgerald. So, Larry Fitzgerald auf die 1. Und ich will mit dem halt jetzt einfach spielen, weil aus dem einfachen Grund, weil der Typ hat Catching 98. Du kannst mit dem laufen und werfen, wohin du willst. Der fängt den halt safe. Sehr schöner Pass direkt mal hier. Boah, wollte gerade schon sagen, Digga, der Typ war eigentlich schon in Rente, Digga, und die werfen noch einen Pass und der hört etwas ein. So, Ziel mit dem Typen jetzt nochmal einen Touchdown zu machen. Cooper Cup, let's go. Clean, 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 clean. Ja, Digga, das könnte jetzt der Touch und Pass auf Larry Fitzgerald sein. Wenn der den jetzt. Ach, Digga, da wird Cooper Cup fast gesackt. Zum Glück ist der Ball nach hinten, das sehe ich relativ gut. Ja, okay, auch ein guter Spielzug. Gehen wir den mal ganz nach außen. Wir haben hier zwei Anspielstationen. Entweder Cam Akers oder wenn er frei ist. Das sieht gut aus. One-Hand-Catch, Touchdown mit Larry Fitzgerald. Let's go. Yay. Jetzt haben die nochmal einen Toucher gemacht. Ist aber egal. Ich will jetzt nicht aufs Knie gehen. Ich will so lange spielen, weil ich kann halt praktisch gar nicht mehr verlieren. Und ich würde sagen, wir müssten das Spiel. Ah ja. 98 catch den Ball nicht. Auch wild. Ja. Wird jetzt Eckbeen noch auf außen tun. Noch kein Timeout verbraten. Aber ich verbrate heute noch eins, ich sag's euch. So, komm, und jetzt. Schön, lauf deine Route. Larry Fitzgerald mit dem Catch und es wird ein. Warte. Es wird ein Touch und. Oh, ich dachte gerade schon. Hä? Hallo? Hallo? Alalalalala. Das war ein Touchdown. Dies war ein Touchdown, Digga. Das will ich jetzt nochmal sehen. Warte mal. Gerald rennt, er rennt, er fängt. Ja, doch, nee, nee. Ha, ist eigentlich alles richtig. Es ist kein Touchdown, weil das Knie ist auf dem Boden. Hier, hier ran zoom. Das Knie da. Das Knie ist eigentlich, würde ich sagen, auf dem Boden. Ja, das Knie ist auf dem Boden und der Ball ist aber auch nicht über der Linie. Linie. Hier ist das Ding und der Ball ist auch nicht über der Linie. Ja, okay, nee, doch, alles richtig, jetzt kein Touchdown. Ich wollte. Ach, Digga, jetzt habe ich ein QB-Knie genommen. Ah, Digga, ich erst mal einen Timeout ziehen. Jetzt habe ich meinen Timeout übrigens. Und ich würde sagen, weil gerade so schlecht lief. Wo ist Fitzgerald? So, komm, jetzt mach gefälligst einen Touchdown, Digga. Ich habe dich ja nicht umsonst aus deinem Ruhestand geholt. Oh, mein Nasi geben. Kommen direkt 60 Leute durch. Catch you, Digga, let's go! Touchdown mit Larry Fitzgerald, Digga. Pam, Alter. Und wir gewinnen 59 zu, ich habe es jetzt nicht gesehen, ich glaube 38 oder so. Gegen die Baltimore Ravens, gegen Lamar Jackson, sein Team. Ich will mal gucken, ob Aaron Donald einen Sack geholt hat. Das würde mich mal kurz interessieren. 38? Ja, 38. Boah, jetzt bin ich mal gespannt, ob Aaron Donald sich einen Sack geholt hat oder dass er einen Sack gemacht hat. Rushing Blocking. Boah, Junge.
Kicking, Punting, Kick, Passing, Rushing. Receiving, Blocking vielleicht. Zwei Sacks und Baltimore-Spieler. Aha. Keinen einzigen Sack gesehen, aber passt schon. Defense. Long Dong Junior hat. Ich einen Interception? Ja. Doch, ja. Nee. Doch, einer hat eine Interception. Wild, 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 wild. Eine Interception habe ich jetzt gerade nicht gesehen, ist aber egal. King Baltimore Ravens haben wir gewonnen, Digga. Das ist geil. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns bei dem Spiel gegen die 49ers und tschüss.